Hallo ihr Lieben, jetzt ist Weihnachten schon an der Tür. Ich weiß nicht, ob man so auch auf Deutsch sagen kann, aber ihr versteht bestimmt, was ich meine. Es ist ganz, ganz kurz vor Weihnachten und das heutige Rezept ist super einfach, schnell gemacht und ihr habt bestimmt auch die Zutaten bei euch zu Hause, um diesen leckeren Lebkuchen-Sirup zu vorbereiten. Ich denke, es ist ein schönes DIY-Geschenk aus der Küche oder es ist auch irgendwas ganz Spezielles, was ihr dann an Weihnachten mit Kaffee, heißer Kakao oder Desserts servieren könnt. Lass uns mit dem Rezept anfangen. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Lebkuchensirup-Rezept gefallen. Alle Details zu dem Rezept und auch wie man den Sirup lagert, findet ihr unten im Beschreib. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben. Und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Ich wünsche dir frohe Festtage. Tschüss und bis zum nächsten Mal.